Beginn zu einer einheitlichen Reaktion durchringen können. Glückwunsch! Ja, und dann wünschen wir natürlich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest gehabt habt. Ja. Ich meine, wir sind ja sowieso das glücklichste Volk auf Erden. Wir sind Papst, wir sind Bundeskanzlerin. Heute haben wir unsere Geschenke alle wieder zurückgetauscht. Was will man mehr? Der einzige unglückliche Mensch ist ja unser Ex-Kanzler, der Gerhard Schröder. Der musste ja nach Sibirien, ja, der hat ja einen Job angetreten, da bei Gazprom. Ja, aber er hat ein Interview gegeben, er hat gesagt, ihm geht es nicht um Gas, ihm geht es um Kohle. Glücklich hingegen unsere Angela Merkel, nicht wahr? Wie hat sie sich gefreut, als sie Kanzlerin wurde? Ne? Und dann nach ihrer Antrittsrede ist sie sofort ins Kanzleramt gestürmt, hat sich da auf die IKEA-Couch geknallt, nicht wahr? Und dann hat sie nochmal ihre Rede durchgelesen, stehen ja so schöne Sätze drin, wie wir müssen mehr Freiheit wagen. Und dann ist sie an den Spiegel gelaufen, hat sich vor Sinneslust die Bluse aufgerissen und ihr Regierungsprogramm verkündet, Schluss mit den Debatten, wer will mich begabt? Wunderbar, aber jetzt möchte ich die Gelegenheit benutzen, Ihnen von köstlichem Weihnachts-Jamaika durchtränkt hier oben die Schwampelkoalition vorzustellen. Da wäre als erstes der Herr Zieger und der kommt aus Dresden. Richtig, ja. Man hört sich aus dem... Herr Zieger ist Mitglied in der Weltuntergangssekte BDAS, also Bund der abgebrannten Steuerzahler. Und nebenbei ist er Proband bei Schering. Und da testet er das Antidepressivum Sorgenbrecher am eigenen schönen Körper. Beim Casting im Labor hat sich Herr Zieger aufgrund seiner äußerst robusten Ostdepression gegen 125 depressive Mitschlucker aus dem Raum Köln, Düsseldorf klar durchgesetzt. Zwangsproletarisierter Krawatten gewandt. Applaus für unsere märkische Präsidentin! Kommen wir nun zum dritten im Bunde. Zu einem, der die Händen offen trägt, wie Hemingway beim Dichten nach dem 10. Daiquiri. Herr Fensch hat in nur einer Nacht 5 Kabarettprogramme geschrieben, die in Samarkand vor 3000 Lachen urkommunistischen Usbeken Abend für Abend im ausverkauften Kulturpalast mit einem sensationellen Erfolg laufen. Hier laufen die gleichen Programme. Von 30 bis 40 privatisierten Postkommunisten, die sich darüber zu Tode langweilen. Zitat aus selbigem Programm. Es lagen 2 Gleise auf Rügen bis nachts in den letzten Zügen. In den ersten Zügen konnte keiner liegen, denn die hielten gar nicht auf Rügen. Also die Usbeken, die rasten an dieser Stelle völlig aus. Zeit zu verbringen. Das ist wohl wahr. Die Benzinpreise steigen, die Werte verfallen, die Korruptionsrate pegelt sich auf Höchststand ein und Oskar Lafontaine bereitet heimlich, ganz heimlich, eine Revolution vor. Ja, das stimmt. Ich habe mich gestern gemeinsam mit Oskar Lafontaine zu einem Wochenendlehrgang bei Fidel Castro angemeldet. Ja, Thema war, wie gelingt es mir bei Stromausfall in der Havanna-Bar der hilfsbedürftigen Samba-Tänzerin eine 100-Dollar-Note ans Tankerlehnchen zu stecken und gleichzeitig eine anerkannte Spendenquittung für die UNESCO zu haben. Oh weh, wenn ich auf das Ende sehe. Wilhelm W. Busch. Kommt, aber wir wollen doch überhaupt erst mal einen Anfang finden. Ja. Seht ihr nicht, wie das globale Dröhnen der kaputten Welt die schalen Lebensräume schnöd zerdunkelt? Wo ist er mit dem Bücher? Was soll das? Schnöd zerdunkelt. Sie gehören Sie doch auf mit Ihren lyrischen Magenrülpsen. Damit locken wir nicht einen einzigen Besserverdienten hinter die kostendeckenden Barrikaden der revolutionären Politklamotten. Das ist ja auch nicht besser. Auf keinen Fall. Wenn es nach den beiden ginge, dann würden wir ja die christlichen Werte sowieso gleich ans Kreuz nageln, und zwar ans Andreaskreuz im Sadomaso-Kabinett des Vatikans. Aber ich frage Sie, wonach soll sich unser bisschen deutsche Jugend denn nicht noch richten, wenn nicht wenigstens nicht nach den 10 Geboten? Sie Gebote schon gehört, Herr Koschewald? Gebot Nummer 1, du machst das richtig, Herr Koschewald macht es richtig. Ja. Immer schön lächeln, wenn wir mit dir reden, ja?
sonntags noch in die Kirche, also Weihnachten zählt nicht, ja? Genau. Oh, ich hab's geahnt, der geballte, ungläubige Osten sitzt hier im Saal. Gewaltbereit von Kopf bis Schnürsenkel auf Sünde einklären. Gebot Nummer 2, du sollst nicht begehren das nächste Weib in Reihe 1. Das ist heute besonders schade, aber Reihe 2 und 3 gehen noch. Ja. Ihr sollt nicht begehren eures nächsten Weib, heißt das. Hab's geahnt, es geht schief mit den 10 Zoten der spätproletarischen Moral. Also wenn wir hier überhaupt etwas substanziell verhandeln wollen, dann ist das doch die Sinnfrage nach dem Sinn der Frage, nach dem Sinn des Lebens. Ist es zum Beispiel sinnvoll, einen neu gekauften Wagen schon nach dem ersten Jahr abzustoßen, um die Reparaturkosten zu sparen, oder erst nach dem zweiten? Und wie verhält man sich vergleichsweise mit neu gewählten Regierungen? Doch. Also, wir werden jetzt denken, guckt an, ja, jetzt werden die uns 2 Stunden lang die Politiker madig machen, dann nehmen wir uns doch mal zurück und lassen uns den Bundestag im höchsten Stadium seiner zyklischen Verblödung einfach mal kommen. Ja, aber da haben sie sich geschnitten. Wir singen nun das Lied von der doppelt vergebenen ABM-Stelle. Marleen, eine von uns beiden muss nun gehen. Bevor wir jetzt hier aber dieses den Sozialabbau geißelnde Lied singen, muss ich noch ein Bekenntnis ablegen, Freunde, ich habe ein Gefühl. Oh, wo kommst du denn her, Frau Schulz? Von ganz tief von weiter an noch. Ja. Ich habe ein Gefühl, ein revolutionäres Gefühl. So ein Gefühl wie 89, so ein revolutionäres. Sie war mit Ihrer Revolution, also ich wäre froh, wenn es halbwegs so schlecht bliebe, wie es gerade schlecht ist. Wolle die Veränderung, Herr Fensch. Rainer Maria Rilke, wolle die Veränderung. Veränderung aus mir selbst heraus. Herr Zieger, da ist nichts zu holen. Ja, von mir, da erwartet die Gesellschaft kaum noch was, ja, als mit 50er. Ich bin durch, ich bin out. Ich hab's geschafft! Ich bin frei und zwecklos wie die Liebe. Wie mein Kollege Herr Ziegel. Was bin ich, frei und zwecklos wie die Liebe? Ja, was bin ich überhaupt? Ich bin doch ein sich von Schnäppchen zu Schnäppchen schleppender, schleimhäutiger Sauerstoffkiller. Ist es nicht ein Elend? Seit über 15 Jahren schleppt er sich in seinem verbeugten Mitzug von Rilke zu Rilke, von Krönchen zu Krönchen, von Schnäppchen zu Schnäppchen. Ah!
starten durch bei Rot, steht im Parkverbot. Die Kassen bleiben trotzdem leer, der Staat berechnet sich nicht mehr. Stabile Regierung! Die wollen doch die Linkspartei nur deshalb gründen, damit die bürgerlichen Parteien nicht so grausam sein können, wie sie gerne grausam sein möchten. Ja, und der Joschka Fischer hat sich mit seiner Abfindung abgefunden, hat geheiratet und fährt in Berlin wieder Taxi. Der Bürger schreibt schwingensiv und ärmelt den erzkonservativen Stoiber und die Osttusse Merkel tut ständig so, als sei sie im Westen groß geworden. Ja. Die ist eben nicht nur die erste Kanzlerin, nein. Das ist doch die erste Person auf dem deutschen Thron, die keiner wollte. Der Einzige, der das öffentlich zugegeben hat, war ja Edmund Stoiber, deswegen erlassen. Ja, bei der Audienz beim Papst hat er ihm gesagt, Zitat, du, heiliger Vater, ich kann nicht mit ihr. Und dann hat er doch den Papst gefragt, kannst du mit mir? Aber das war schon. Aufgrund dieser Situation schlage ich vor, wir berufen eine Klausurtagung ein, zwecks Werte-Wandel-Werte-Verfall. Fensch, bitte mal das Thema. Welche Maßnahmen müssen wir angesichts des weltweiten Wirtschaftsschwachs und Wachstums ergreifen, um noch einmal die Kurve zu kriegen? Bitte mal die Verfahrensweise, Herr Zieger. Also ich schlage vor, wir gründen eine Wertefindungskommission. Gut, dann schlage ich Sie, Frau Grebe-Schulze, als Vorsitzende der Wertefindungskommission vor. Dann schlage ich Sie als meinen Stellvertreter vor. Boah, dann schlage ich mich als unabhängiges Kontrollorgan vor. Gut, dann kommen wir hiermit zur Beschlussfassung. Ich schlage vor, wir gründen eine Wertefindungskommission. Aber das haben wir doch gerade getan, Frau Schulze. Aha. Also mit Aha kommt ihr nicht viel weiter. Wäre es mit So-So oder Du-Du? Nee, dann nehme ich den Publikumsschluck. Also, ich frage euch knallhart, was ist der Unterschied zwischen unserem Bundespräsidenten und einem Hartz-IV-Empfänger? Du verrätst es. Ja, der Bundespräsident trinkt gern guten Sekt und gibt gern große Empfänge. Der Hartz-IV-Empfänger gibt keine großen Empfänge und trinkt höchstens Aldi-Sekt. Ja, Mensch, es zieht sich ein tiefer Graben durch unsere Gesellschaft. Der Bundespräsident hält gern geschwollene Reden. Der Brückenbewohner seine geschwollene Leber. Könnt ihr euch nicht mal einen scharfen satirischen Angriff gegen die Schieflage der Nation aufweisen? Von mir aus könnt ihr jetzt weitermachen. Es kommt immer noch was. Ja, der Bundespräsident übergibt gern schöne Geschenke, der Penner übergibt höchstens sich selbst. Der Bundespräsident verbindet die dafür offenen Völker, der Penner verbindet seine offenen Beine. Der Bundespräsident ist ständig voll der guten Worte, der Penner ist trotz aller guten Worte ständig voll. Den Text habe ich übrigens hier am 3. Oktober auf der Feierweide in Potsdam-Zelt aufgesagt, kam der Bundespräsident vorbei, hat sich das angehört. Oh, hat er was gesagt? Ja, der hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, oh, das finde ich toll, dass ihr euch im Osten noch so viel Humor bewahrt habt. Das Reden kann schon hart und ungerecht sein. Ich habe jetzt gehört, ja, hier die Bundesagentur für Arbeit, die Zentrale da in Nürnberg, die wollen ja nicht mehr die realen Arbeitslosenzahlen veröffentlichen, sondern nur noch die gefühlten Arbeitslosenzahlen. Deswegen gehen die immer zu Weihnachten ja in diese Einkaufszentren, ja, und da sieht man ja auch die gefühlte Arbeitslosenzahl gleich, gen Null. Ne? Wie sagt denn Heinrich Goethe vor einem Imbiss hier am Potsdam Center, Razilein, du musst nicht traurig sein. Hier bist du Mensch, hier darfst du sagen. Kurz vor den Mauern unserer Stadt steht eine Nervenklinik, wie sie noch keiner gesehen hat. Sie hat das Fassungsvermögen sämtlicher Einkaufszentren der Stadt. Geht ihr die Nerven?
was schief. Dann ging was schief. Das kam so. Jeden Morgen kommt ein Chef zu mir ins Büro und da fragt er mich, na, haben Sie was Neues erfunden? Der Markt schreit nach neuen Produkten, machen Sie ein bisschen Betrieb. Ja, die Japse schlafen nicht. Und da habe ich in nur einer Nacht ein ganz tolles Teil erfunden. Gleich am nächsten Morgen habe ich das meinem Chef vorgestellt. Und zwar habe ich erfunden, das erste anti-autoritäre Navigationssystem fürs Auto. Wenn Sie damit zur Kreuzung vorfahren und stehen bleiben, sagt Ihnen dann die Stimme aus dem Bordcomputer Folgendes. Hey, du kannst jetzt hier links abbiegen. Musst du aber nicht. Du bist hier der Chef. Mit Gas. Zeig den Bullen mal, wer in der Stadt die geilsten Rücklichter hat. Mein Chef sah mich sehr seltsam an und fragte mich, ob ich weitere solche Erfindungen getan hätte. Ja, natürlich, sage ich, Chef, Sie wissen noch nicht alles. Zum Beispiel wissen Sie, dass das Bundeskanzleramt in Berlin eigentlich ein Raumschiff ist und dass ich dafür im Auftrag des BND die Triebwerke konstruiert habe? Nein, sagt er, wozu denn das? Naja, falls da mal was schief geht, irgendeiner putscht, dann muss man so einen Hebel runterziehen und schon schießt das Kanzleramt ab ins Weltall. Wer was von bemerken, dachte ich so vor mich, aber höchstwahrscheinlich hat der Schröder mir das auch nicht erzählt. In dem Moment stehen zwei Herren mit Schlapphüten in der Tür und holen mich ab. Ja, so weit sind wir schon wieder in Deutschland. Dann ging's mit einer schwarzen Limousine schnurstracks gen Kanzleramt. Ich steige aus, die Merkel kommt mir entgegen und sagt, ich bin die Frau Merkel, das ist mein Hausmeister und jetzt brauche ich sie. Schauen Sie mal. Hey, 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 was ist das hier für ein Hebel? Fragte mich die Bundeskanzlerin. Hey, 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 ich sagte nur Hände weg. Nervte mich nochmals die Freundschaftsratsvorsitzende der CDU. Und ich sagte so eher aus Jux, na Frau Merkel, das müssen Sie doch noch von früher kennen. Das ist der ökonomische Hebel. Wenn Sie den runterziehen, werden Sie sofort ausgezeichnet als Aktivistin der sozialistischen Arbeit. Kriegen Sie eine fette Prämie, können Sie sich was Schönes kaufen. Vielleicht einen Entsafter für Ihre Reden, noch ein paar neue Tankers oder weiß ich was. Und da guckt sie mich ganz glücklich aus ihrem Kulleraugen an und zieht langsam den Hebel nach unten. Hey, 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 da standen wir schon im Nebel. Die Triebwerke zündeten, das Kanzleramt bebte. Dann hob es ab und völlig losgelöst von der Erde blieb das Kanzleramt völlig schwerelos. Oh, ich kann fliegen, los, die Berge um ein, wie putzig klein doch Deutschland von hier oben aussieht. Und in dem Moment Gummizelle weckt mich und der schöne Traum war leider vorbei. Alles steht auf dem Prüfstand. Das Kanzleramt, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen. Der Steinbrück, unser neuer Finanzminister, hat gesagt, er kennt keine Tabus mehr. Alles muss durchgerechnet werden. In diesem Zusammenhang möchte ich jetzt einige Worte über die Kirche verlieren. Oh, Katholik oder Katholik? Ist egal. Ja, geh mal weiter, da kommt bestimmt eine Menge zusammen. Ja, ich möchte diese Wörter nicht nur verlieren, nein, ich möchte sie auch wiederfinden. Suchet, so werdet ihr finden. Und sind wir nicht alle auf der Suche nach irgendwas? Es beginnt mit der Fernbedienung, die wieder irgendein Familienmitglied irgendwo hingeschmissen hat. Und endet auf der ergebnislosen Suche nach eben dieser Fernbedienung mit der Frage, hat das Leben überhaupt einen Sinn? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und vor allem ganz wichtig, was trinken wir unterwegs? Und kann uns die Kirche darauf eine Antwort geben? Ich meine ja und ich meine nein. Das sind alles eine Frage der Auslegung. Doch bevor ich zur Auslegung in der Ausstattung, Kundenservice und Kundenzufriedenheit komme, möchte ich mich der Kirche einmal als Firmenpathologin nähern, wie sich Unternehmensberater gern selbst Schatzsachzuweisen nennen, und die Kirche auf ihre Effizienz überprüfen. Man muss feststellen, trotz Mega-Events wie Weltjugendtag oder jetzt Weihnachten oder bald Ostern, immer mehr Lämmer verlassen den Stall, wenig neue Schafe kommen zu. Wäre es ja auch schön blöd, ja, ein Leben lang Kirchensteuer zahlen in eine ungewisse Zukunft, wie mit der privaten Rentenversorgung. Ja. Wer garantiert mir überhaupt, dass ich im Paradies ankomme? Und wie sieht es da überhaupt aus? Es gibt weder Prospekte, noch kann man eine Reiserücktrittsversicherung abschließen, noch ist irgendjemand mal zurückgekommen, den man fragen könnte, wie es war. Ergo, die Kassen bleiben leer. Wenn sich die Kirche im Marktsegment bewusstseinserweiternde Drogen mit durchsetzen will, muss sie sich wieder rechnen lassen. Der große Vorteil, Filialen des Herrn gibt es auf der ganzen Welt, überall zerstreut oder verstreut, ja, von Caracas bis Potsdam,
von Santiago de Chile bis Neustadt an der Dosse mit gut ausgebildetem Bodenpersonal. Hier in Deutschland ist es ja so, dass immer mehr hochqualifizierte deutsche Arbeiter aus den Betrieben und rausgeschmissen werden, um Platz zu machen für billige polnische Arbeitskräfte. Im Vatikan war es umgekehrt. Wie sagte neulich Kardinal Meißner zu Benedikt XVI? Es ist ein Kreuz, wo man hinschaut, nur noch man Leidstens und jede dritte Ehe wird geschieden. Wie war, sagte daraufhin der Papst. Und außerhalb des Vatikans sieht es auch nicht viel besser aus. Aber kommen wir zur Heiligen Familie, und werfen einen Blick auf ihre Homepage www.liebergott.com. Eine Homepage zum Voicemail, wo man hier nur Wortwüsten und Wüste verbote, wer will das lesen und mit welchem Genuss, da müssen Spiele drauf. Zum Download. Sowas wie die Schöpfung, Teil 1, Doktorspiele mit Adam und Eva. Oder für die Hardcore-Fans, die Enthauptung, Johannes der Teufel, Episode 3. Ja. Und zu frohen Leichnam könnte man ein Chat-Room eröffnen, ja, den Input-Output diesseits, jenseits, da können Witwen mit ihrem Garten chatten, sofern sie noch keinen neuen in ihrem Bett hätten. Kleines Wortspiel aus der Wortspielhölle, ja. Wenden wir uns aber der vergessen wir das dicke alte Testament und das neue Testament, orientieren wir uns an Zeitschriftenmarkt und machen wir aus der Bibel ein Ratgebermagazin für jedermann und jede Frau, ja, auch mit kleinen Tipps und Tricks für den Alltag. Was passiert zum Beispiel, wenn ich dich ganz überraschend der Sensenmann aufsuche? Können Sie überall passieren? Im Urlaub, auf der Luftmatratze, im Strandkorb, abends bei Dritten an der Bar. Plötzlich steht er hinter dir und sagt, Hallo Hans! Rauch deine Zigarette zu Ende, trink dein Glas aus, es ist soweit. Oder er spricht uns mit vollem Namen an, um Missverständnissen vorzubeugen. Hallo Hans Müller, geboren in Frankfurt an der Oder, geschieden, drei Kinder arbeitslos, du hattest deine Chance gehabt, es ist soweit. Dann ruft er nochmal nach, oh, Frankfurt an der Oder, okay, du hattest nie eine echte Chance, trotzdem wir hauen ab. Und wie treten wir dann dem Herrn entgegen? Ja, der Herr möchte uns so zurück, wie er uns gegeben hat. Die Hände schön gefaltet, manikiert, die Haare frisch geföhnt. Dienstleistung, Sekundäreinrichtung müssen hier. Alles, was der Herr Christus vor über 2000 Jahren aus dem Tempel rausgeschmissen hat, muss alles wieder rein. Die Kirche könnte untervermieten. In den Seitenflügeln ist jede Menge Platz, ja, für einen kleinen Friseursalon, Kosmetikshop, vielleicht auch ein kleiner Baumarkt. Nennen wir ihn Obi et Obi. Aber Kerngeschäft ist und bleibt das Abendmahl. Aber auch das Abendmahl wird nicht einfach mehr durchgeführt oder zelebriert. Nein, es wird, wie es neudeutsch so schön heißt, performt. Ich kenne hier in Brandenburg einen wahnsinnig guten Performer. Da tritt der Geistliche jeden Sonntag vor seine Gemeinde, hat ein Brot in der Hand, verspeist dieses Brot, erbricht sich und reibt sich den, wie soll ich sagen, sämigen Brei unter den Armen. Er hat einmal ein Jesus-Zitat völlig neu interpretiert. Ich breche das Brot und verteile es unter den Armen. Nehmet hin und trinket, das ist ein köstlicher Joch, 87er Jahrgang, süffig im Abgang, der für euch vergossen wird. Vergossen sind bei so einem guten Jahrgang vielleicht eher schade, aber damit sind wir bei Jesus. Haben wir uns schon mal gefragt, wie Jesus überhaupt seinem Vater begegnet ist? Ist er hochgewandert? Nein. Ist er aufgeflogen, was ja naheliegend wäre? Nein, Jesus, in der Bibel steht es, Jesus ist aufgefahren. Er ist aufgekommen, er war also mobil. Aber womit? Mercedes, BMW, Opel, keine Ahnung. An dieser Stelle könnten dann neueste Mobile der Automobilindustrie reingerottet werden. Ja, wir können unseren Alten bis zu 30 Silberlingen in Zahlung geben. Sie lachen so, ja, ist Auto, nicht an Alten. extra Verhandlung, ja. Okay, ja, übrigens, wenn wir genau hinhören, er ist aufgefahren, Jesus ist aufgefahren. Er hat also einen Auffahrtsunfall gehabt. Ja, da muss ich schon vorher einmal unterwegs gewesen sein. Also an dieser Stelle könnte dann die Kirche dann diverse Versicherungspolitik noch anbieten. Ein letztes Wort zur Kollekte. Ja. Auch bei der Kollekte ist ein zielorientiertes Kundengespräch möglich. Auch hier können wir ein Jesus-Zitat benutzen. Der verarmte Dorfpfarrer könnte dann den spendefreudigen Kunden erklären. Der Herr sagt, er werde uns ein Licht sein. Ich, Bruder, sage aber zu dir, du sollst ein Scheinwerfer sein. Ja, was wir denn haben? Ja, Scheinwerfer, genau. Und wenn sich somit die Kirche finanziell gesund gestoßen hat, über die Formulierung wird sich der Papst übrigens sehr freuen, die Kirche hat sich gesund gestoßen, kann der Dorfpfarrer dann oder der Pfarrer schlechthin die Gemeinde mit einem sakralen Schub entlassen. Ja, läuft Jesus über das Wasser, sitzt ein Angler am Rand und ruft, hey, wer bist denn du? Sagt Jesus, ich bin der Sohn Gottes. Sagt der Angler, es ist mir scheißegal, wie dein Vater ist, wenn ich hier anlasse, nicht übers Wasser zu lassen.
Und dann zum Schluss erhebt sich die Gemeinde und wir singen alle Helmes Halleluja, aber nicht mehr in der alten Textversion, also nicht mehr Halleluja, nein, wir besingen dann in einer neuen Textversion den Hauptsponsor für die Kirche und das klingt dann so: Coca-Cola, 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 Amen. Ratgeber für jedermann, auf den Bestsellerlisten, Sachbücher gleich auf Platz 1. Und wie war der Titel? Der Titel? Kochen mit Stoiber. Ne? Ah. Platz 2 ist übrigens Dünsten mit Lenin und Platz 3 ist Backen mit Hitler. Aber da habe ich in der Taz gelesen, in Frankfurter Buchmesse betreffend, Hitler ist durch. Ja, das ist der Wertevertrag. Ja, merken Sie das, ja? Also mit Essen und Kochen haben die beiden überhaupt bestanden. Trinken geht noch. Trinken ist nicht ein Problem, ja? Denen sind schon vor Jahrzehnten die Geschmacksknospen einfach abgestorben. Ja, weil wir ja im Osten alles fettige Walnuss in uns reinstopfen mussten. Der Satz hat mir gerade gefehlt. Jawohl, jawohl. Nein, ich war ja zwei in meiner Zeit. Es war der nackte blanke Wahnsinn. Ganz, ganz fantastisch. Lammkohl und Rosmarin an Trüffelkürbismus mit ganz leicht frittierten Lauchspitzen. Kinder, es war ein Ereignis. Es war sensationell. Es hat geschmeckt wie... Wie Pellkartoffeln mit Kräuterquark. Oh, ja, weißt du. Ja, da kannst du gleich zu Hause bleiben und Pellkartoffeln mit Kräuterquark machen. Nee, ist nicht so spannend und nicht so teuer. Ich stehe auf um 8, Kaffee ist gemacht. Ab um 9 erwinkt bei Lidl Sonderangebot. Anstatt Jakobs kauf ich Rondo und vielleicht ein Stückchen Brot. Und dann lauf ich los, kleine Frau ganz groß. Tempo, Tempo, ruft mein Mann. Da war es schon 9:30. Ohne Wagen durch das Drehkreuz hör zwei Omis vor mir stöhnen. An den Kühlregalen überhol ich erst die Omis und dann ein Student. Er studiert schon viel zu lang Preisschilder am Regal vom Kräuterquark-Segment. Wie mein Herz pocht, wie die Spannung kocht, Massen gratschen, welch ein Sehnen, was für eine Aktion. Doch ein Herr im schwarzen Rolli schnappt mir weg die Portion, die letzte Portion. Was sagt Onkel Dittmeier immer? Nur die Stärksten überleben. Holla, ho, doch schon morgen steigt das Leben, süße Spannung. Sieh's mal so, schon als Schnäppchenjäger bist du heute ein Held. Drum sei froh, was der Markt dir an Fruchtsaftvielfalt so bietet. Heute kaufst du Fruchtsaft und morgen das, was dir gefällt. Ja, verkauft zwar Handel, bis er dieses Lied von Mozart kaufen soll uns Glück bescheren. Diese Dinge schiebt fallend, Pizistischen Open, Astra, Super, diese gerade. Das ist mega, super, super, mega, super, super, ohne Sinn. Frau Schütze, geht's noch schneller? Ja. Ja, verkauft von bis er dieses Lied von Mozart kaufen soll und drückt bescheren. Diese Theke schiebt fallende Pizistischen Open, Astra, Super, diese gerade. Das ist mega, super, super, mega, super, super, ohne Sinn. Geht's noch schneller? Ja. Holla, ho, doch schon morgen steigt das Leben, süße Spannung. Siehst mal so, schon der Schnäppchenjäger bist du heute ein Held. Drum sei froh, was der Markt dir an Fruchtsaftvielfalt so bietet. Heute kaufst du Fruchtsaft und morgen das, was dir gefällt. Jetzt bin ich zu Haus, pack die Waren aus. Wohnung ist schon knalle, voll, fast kaum noch etwas rein. Doch mein Mann, der lacht und trägt den neuen Kühlschrank ganz allein.
Waschmaschine kommt, Teleprompter prompt, Flachbildschirme haben wir nun an der Stück gezielt. Hinter Bergen aus PCs kann ich mein Söhnchen kaum noch sehen. Und nun spucken alle in die Hände und der Vati holt die Axt heraus und schon packt er auf die Einbauwände. Bums, die Klappcouch haucht ihr Leben aus. Bildschirmröhre platzt, Tiefkühltruhe schmatzt, Mutti mordet, Mikrowellen stößt sie vom Balkon. Und es kracht und scheppert mächtig, doch es gibt kein Pardon, es gibt kein Pardon. Holla, boom, mit Getöse explodiert eine Fritteuse. Lichterloh, lodern Flammen aus dem Mokka-Apparat. Onkel Heinz fährt nun vor mit einem Großraummüllcontainer. Knall und Fall ist ja voll und unsere Wohnung vollkommen leer. Ja, so spannend kann das Leben doch noch sein. Endlich wieder frei und frei. Ja, so spannend kann das Leben doch noch sein. Wirtschaft befiehlt, wir folgen dir. Herr Höfner! Wir sind nun kapperei und mehr, neues Heer, seid bereit, immer bereit. La 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 la. Der Kampf war immer schön drin, haben wir noch eine Spitzhacke geholt und unsere 12-jährigen Gold ordentlich zusammengefaltet. Und plötzlich hält eine schwarze Limousine neben uns. Er steigt aus. Unser Bundespräsident, der sagt, Axt im Haus, erspart den Staat, er wird Steuern erhöhen. Dann heftete er mir das Bundesverdienstkreuz an die Brust und überreichte mir einen hochwertigen DVD-Player und spruch, das Laufwerk ist defekt. Sie können ihn gleich wegschmeißen und neu kaufen. Zumal der kleine Rami ein Vorbild
glücklicher Arbeiter ist. Ja, er ist nie krank, er braucht keinen Urlaub. Arbeitet am Wochenende. Auch schon mal 3 Schichten hintereinander, wenn Not am Kind ist. Der kleine Rami ist der Prototyp des modernen Arbeitnehmers. Das mal in die Richtung der Gewerkschaft. Ja. Was sagten Sie eben, der kleine Rami soll zur Schule gehen? Schön, ja, schön. Sagen Sie nachher bitte mal Ihren Namen an. Ja, danke schön. Nein, wir haben natürlich bei der Errichtung des Werkes exakt darauf geachtet, dass dort in der Nähe keine Schule ist. Denn ich meine, was sollte der kleine Rami da lernen? Dass die Welt ungerecht ist. Oh, ich bitte Sie. Das würde doch unserem kleinen Rami nur traurig machen. Oder zum Terroristen den Rami. Denn irgendwann ist der kleine Rami groß und dann gibt es Krieg und womit soll man den führen? Mit Demos und Lichterketten? Nein, nicht. Nein. Wir haben unser Kerngeschäft um Winzigkeiten erweitert, also unsere Toys RAG. Erotik-Toys, natürlich stellen wir die her für die kleine Erotus-Frau und der kleine Erotus-Handtasche. Aber auch mittlerweile zauberhafte Handfeuerwaffen, wunderbar designte Tretminen, also es ist ein Pracht, sage ich Ihnen. Ich meine, wir haben aus der Nachkriegsgeschichte gelernt. Unser schöner blauer Planet. Schauen Sie, gestern 6 Milliarden, morgen 12 Milliarden. Da muss man ab und zu mal ein bisschen. Doch, muss man. Ja. Nein, das geht ja noch nicht anders. Und ich sage immer, ohne Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Also, nie wieder Krieg ohne Deutschland. Man kann doch nicht viertgrößter Waffenexporteur der Welt sein und wenn es ernst wird, knallt. Freunde, das wäre ja so, als würde Bayern München freiwillig auf die Champions League verzichten. Nein. Nein, 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 das hat alles schon seine Ordnung. Die Bewohner der dritten Welt haben ein Anrecht auf die Qualitätserzeugnisse deutscher Rüstungsindustrie. Denn wenn die Eingeborenen hierher flüchten dürfen, auf wen soll denn dann da unten noch geschossen werden? Gut, ich weiß, dass viele von Ihnen unter dem schlechten Image unserer Branche leiden, gar keine Frage, ich weiß das. Auch viele Aktionäre leiden, also ganz unerbärmlich. Ich weiß, wovon ich rede. Ja? Mein Sohn, Matthäus Mathé, 9 Jahre, ja, 2 Dinge, ja. Also, Matthäus Mathé, wenn ich den einmal im Monat zum Kinobesuch abhole, dann begrüßt er mich immer mit Heil Hitler. Das ist jetzt kein gutes Beispiel gewesen. Also, alle Kinder haben mal so eine Phase. Also, nein, es war nicht gut. Also, Mia Charlotte ist besser. Mia Charlotte, sie ist 4. Sie ist, ja, 4D. Also, Mia Charlotte hat gesagt, ich will keine Marke haben, die Tretminen verkauft. Ich kann Ihnen sagen, das tut er. Ich habe gesagt, Mia Charlotte, Kind, habe ich zu ihr gesagt, Kind, meine Charlotte. Du musst ja nicht drauf treten. Meine Kinder sollten prinzipiell darauf achten, wohin sie treten. Die schauen einfach so. Nein. Aber was macht das jetzt? Ja, sie bindet sich den Fuß an den Oberschenkel und humpelt auf Krücken einen Monat durch die Gegend aus Solidarität. Ich frage mich, was diese Erzieherinnen machen. Also, vergangenes Jahr fing der Trödel mit mir an. Ja, da gab es Karpfen. Gut, Karpfen. Wir haben uns einen Koi geleistet. Ja, also, 250.000 Champion. Da leistet sich das. Als Mia Charlotte brüllt und sich esse keinen bunten Fisch. Wir haben sie daraufhin in einen Klosterkindergarten gesteckt und sind sie 18, schauen wir mal, was draus geworden ist. Komm, kommen wir doch jetzt aber wieder zu erfreulicheren Dingen, meine Freunde. Nein, also unser großer pekuniärer Erfolg, wie ich ihn schon mitteilte, der lässt es zu, dass wir uns jetzt, also wie unsere Freunde von der Deutschen Bank auch, strukturell anpassen. Ja, und da würde ich jetzt mal fragen, machen Sie mal ein kleines Spielchen mit so zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ja, 2, 3, wäre ganz schön. So 1, 2, 1, 2 abzielen wie beim Sport. Nicht bis 3 müssen Sie nicht zielen. Nein, also 1, 2, 1, 2 reicht. Ja, dann fangen wir mal an, gnädige Frau, wollen Sie mal beginnen? 1, 2, 1, 2. Wunderbar, die 2 sind entlassen. Da geht der Aktienkurs in die Höhe und da wird noch viel spannender. Ja, die Zweier, die gründen dann eine Ich-AG und dann stellen wir sie wieder ein für unsere Ein-Mann-Torpedos, da macht das Sinn. Mein kleiner Schatz muss ja auch mal sein. Also, sie werden dann ganz, ganz viel schöne Zeit für ihre Familie haben. Gehen Sie einfach mal in einen Schießverein. In einen Schießverein, bundesdeutsche Sportschützen haben ein wunderschönes Motto, das gefällt Ihnen sicher auch. Schießen lernen, Freunde treffen. Thank you.
Feuer trunken, himmlische dein Heiligtum. This is some call, people. Copyright, if you're a rascal, it's as part of that road to Gremlin. Before we begin our song, I request that Mrs. Stevens, we are the very most important music instrument from my car. Auf Deutsch heißt es, wir dreisen die Volkskunstrummer aus Jamaika. And here on the plastic guitar, Jumbi Obongo Nina Decker. Thank you, Captain. Ich bin ja nur ein echter Eingeborener, wie man sieht, ein echter Jamaikaner, aber nur noch nicht höher. Und das kam so, als ich 1990, 65 Jahre alt geworden bin, da habe ich meine jetzige Frau, die Angelika, kennengelernt. Angelika weilte gerade auf Glückurlaub. Sie ist ein sehr kräftig gebautes, blondes Frau vom Sangerhausen in Sachsen-Anhalt. Schon nach der ersten Nacht mit ihr wollte sie nicht mehr dahin zurück. Ja, als ich dann ihre schöne Sprache gelernt hatte, haben wir gleich geheiratet. Wir waren sehr, sehr glücklich. Aber irgendwann wollte Angelika wieder zurück in ihre Heimat. Und ich, Fressdummer, bin mit Nummer nach Sangerhausen mitten in Sachsen-Anhalt. Rolle, Rolle, Rolle durch alle oder machte Busch, denn nur ein bekloppter Mann hält in Sachsen am Halt. Dank einer sächsischen Patenfamilie aus Dresden mitten musste ich nicht auf den Kaffeeplantagen in Jamaika verhungern. Die Patenfamilie überwies mir monatlich 50 WM, später dann 250 Euro in der Hoffnung, dass ich früher auf Jamaika bleiben würde. Ich habe aber dieses Geld gespart und stand eines Tages voller Dankbarkeit vor der Tür meiner sächsischen Patenfamilie. Alonso, nee, was für eine Überraschung! Jubel, bist du mal groß geworden, du? Ja. Sagte meine Patenmutter, nun gut, ich wurde Fan von dem Namen Dresden, bezog das Jugendzimmer ihres echten Sohnes Freddy, 36, der als Azubi aufgebrochen war, um auf die Kaffeeplantage in Jamaika zu helfen. Und er wird von dort wahrscheinlich nie wieder zurückkehren. Im Schwarzen Adler hört man nur Stoffern. Das Häuschen brennt. Na nun, na da. Die Feuerwehr
schuld an diesen alltäglichen Katastrophen? Ich will es euch sagen, die Eigenheimzulage, die ist schuld. Und deswegen muss die weg, die Eigenheimzulage. Frau Schütze, machen Sie auch sowas? Also gleicher Kurs, oder? Ja. Natürlich, jeden Dienstag. Hey, und dann mittwochs, Brasil Power Dance, ja, und dann noch Afro-Brasil Dance, und dann natürlich Paso Doble, ja, und Salsa, und dann Sonntags von 20 bis 22 Uhr, Body-Style zu indogermanischen Tantra und hey. Ja, und dann kommt Freud auf. Hey. Ja. Weil sie sich freut, aber wie kommt man auf? Soll man sich auch noch freuen? Ja, Mauer ist weg, Westbrand geht, ist weg. Schauen wir überhaupt über Zahner Wochenmarkt. Oder tristes, wo du hinguckst, war so Maomi suchen verzweifelt. Beim Vietnamesen nach Bulli für den Enkel. Enkel hat den Bulli meistens schon. So paar Geigenvögel, der kauen lustlos ein Grillhähnchen rum. Die sind tapfer als Bäuer bezeichnet. Ketchup kleckert und den Backen. Also so hat sich die Masane Freiheit Uni vorgestellt. Aber dann kommen wir und wir singen und Freude ist groß. Und dann sehen die Masaner den total aber ganz anders. Und dann morgen singen wir Bundestag. Ja? Die sind ja fix und foxy. Nach diesem letzten Vierteljahr ja, brauchen die mal wieder richtig karibischen Power. Und da singen wir denn ja vorneweg der Schäuble natürlich dabei. Ich kauf mir lieber einen Tirolerhut. Der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mag ich Samstags Abend Blasmusik. Immer nur das gleiche Stück. Ich sage, kauf dir doch eine schwarze Putze ein. Die Putzplätze blatt, nur für dich allein. Und wird Alonso so dann zum deutschen Häuptling gewählt. Hat Kriegsmann schon 11 deutsche Neger aufgestellt. Drum kommen wir auf Hochdeutsch überein. Multikulti kann ganz furchtbar sein. Multikulti kann so furchtbar sein. Das sagen Sie was. Die Grünen, das ist die bittere Erfahrung der Grünen. Natürliche Fälle. Nee, geht doch keine Mauer zwischen Norden und Süden, Quatsch. Geht doch keine Mauer zwischen Schwarz und Weiß. Geht nur eine Mauer zwischen oben und unten.